Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren kleinen Reaction, diesmal zu Evil West. Und dieses Spiel sieht nach richtig fetter, brachialer Action aus, Freunde. Denn du hast hier einfach so einen Typen, der im Wilden Westen unterwegs ist, der aber nicht gegen normale Leute kämpft, sondern gegen so Vampire und Dämonen und die wirklich auf übelste Weise auseinandernimmt mit Elektroschocker, mit Schrotflinte, mit den blanken Fäusten oder mit so einer Eisenfaust oder sowas. Und es sieht richtig geil, oldschool-mäßig nach geiler Action aus einfach. Und ich dachte, ich mache einfach mal eine kleine Reaction mit euch gemeinsam, denn es gab jetzt einen neuen Trailer mit Release-Datum. Das Spiel kommt nämlich jetzt im September für alle Konsolen raus. Und ja, ich wollte einfach mal abchecken, ob ihr da Interesse habt. Lasst mich das gerne mal wissen, ja, auch ganz bei den ganzen anderen Reactions. Ich meine, das Stray-Video kam eigentlich ganz gut an, so von den Klicks her, ja, von dem Feedback hätte ein bisschen mehr gehen können, damit ich auch weiß, ob ihr Bock habt, wenn die Spiele rauskommen, dass ich da ein bisschen ein, zwei Videos machen soll oder vielleicht ein ganzes Let's Play, ja, einfach so ein bisschen eure Meinung mitteilen. Und Freunde, nochmal jetzt zur Erinnerung, wenn ihr das Video seht, heute am Donnerstag gegen 20 Uhr läuft das Summer Game Fest. Da gibt es auf jeden Fall einige Spiele, die gezeigt werden. Gotham Knights wurde schon bestätigt, Callisto Protocol, richtiges Gameplay am Stück, wird da auch gezeigt. Und das werde ich streamen auf Twitch. Folgt mir endlich auf Twitch, verdammt, dann verpasst ihr auch keinen Stream. Und ja, am Sonntag zum Beispiel ist auch ja, Microsoft am Start, das werde ich alles streamen, da werden wir drauf reagieren und endlich, hoffentlich, richtig geile Spiele einfach abfeiern. Und ich würde sagen, wir feiern jetzt den Trailer ab. Ich bin mal sehr gespannt, wie gesagt, auf euer Feedback. Let's go! Wie gesagt, kommt für alle Konsolen raus. Kommt für alle Konsolen raus und ja, ist einfach anscheinend so ein Third-Person-Action-Shooter-Slasher-Game oder so, wie man das auch nennen möchte. One wrong move and we're dead in the water. The one right move and you could catch her and end this war. Da sehen wir schon. So, whoops, okay. Wie gesagt, keine Ahnung, wie der Typ heißt, aber allein das Auftreten, ja, dass du hier direkt den Munitionsgürtel hast. Dann hast du hier seinen Eisenarm, Faust, Klingen, Ding, keine Ahnung, wie das heißt. Seine fette Schrot und so weiter und so fort. Einfach wirklich so richtiges Oldschool-Feeling. So ein Double-A-Titel und das fehlt mir persönlich. Das fehlt mir einfach so, ja. Young Rentier, still on your father's leash, I see. What did you see while Felicity was in your head? Death. Jawohl. Ja, wie gesagt, das ist halt so, ja, wie gesagt, so diese Double-A-Sparte fehlt so. Seit der letzten Konsolengeneration ist es immer weniger geworden. Da würde ich halt so Spiele einordnen wie Maneater oder A Plague Tale Innocence und so weiter. Wirklich so Double-A-Titel. Nicht Indie, aber auch nicht komplett Triple-A-Blockbuster, sondern irgendwie so ein Zwischending, wo schon ein bisschen Kohle mit drin steckt, aber nicht so das 800-Mann-Team. Und das fehlt irgendwie so. Seit der letzten Konsolengeneration fehlt es extrem. Es ist so viel weniger geworden, natürlich, weil es alles teurer geworden ist. Ja. Auf der 360 PlayStation 3-Zeit, da gab es viel mehr Spiele. So ein Lollipop Chainsaw, Shadow of the Damned, solche Spiele. Ja. Und es gibt es heutzutage immer weniger, was ich sehr schade finde. Ja. Das sind nicht immer so die krassen Spiele, 9 von 10 Titel, aber irgendwie fehlt das mir. Okay, let's dance. Jetzt geht es nämlich richtig ab, Freunde. Aufgepasst. Battle of Forces of Darkness, let's go. Da seht ihr schon, was ich meine, oder? Schön. Wie gesagt, kommt für alle Konsolen raus. Und dafür ist die Optik eigentlich ganz, gut. Ja? Schön schmierig, schön schleimig. Und einfach rein in die Masse. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was mich echt anspricht. Geil, schön zu hacken, die Sau. Ja, yeah, that was predictable. So, warte. Upgrade Evolve Unleash. Okay, ja, Upgrade wahrscheinlich auch bezogen auf die Ausrüstung. Die kann man bestimmt upgraden, aufleveln und so weiter, wie man das halt als heutzutage in jedem Spiel machen kann. Die Frage auch mal an euch, war, was ist heutzutage eigentlich ein richtiges Rollenspiel? Weil gefühlt, die Grenzen verschwimmen extremst, wa? Die Grenzen verschwimmen extremst. Ich wette, da kannst du nämlich auch aufleveln. Hier zum Beispiel. Oh, Junge. Das meine ich. Dazu könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass du denn so Upgrade bekommst. Keine Ahnung, dass der Strom auf einen Gegner mehr übergeht oder so, ja. Geil, geil, das meine ich. Das ist einfach Action, Mann. Become the Ultimate Vampire Hunter. Okay, also nur Vampire, oder was? Oder auch ein bisschen Schleimviecher und anderes Gesocks. Würmer. Jawohl. Jawohl, 20. September. Nice. Ey, wie gesagt, das wird so ein kleines, cooles Game sein. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so ein 9 von 10er ist, aber wie gesagt, so eine Spiele fehlen mir einfach. Ich würde sagen, wir gucken auch nochmal in den anderen Trailer rein, damit ihr nochmal ein bisschen mehr Action seht. Und ich auch. Und ich auch. Okay, weiter geht's. You know what kept me alive all these years? Upkeep, maintenance. Ja, geil, so Elektro-Kling, Alter. Das ist, kann man hier. Schön, schön den dicken Revolver hier. Vigilance.
course. All that means nothing when Hell's Gate starts spewing shit everywhere. Sehr cool, Mann. Okay, da fängt Musik an, da muss ich öfters anhalten jetzt. Ist doch so ein bisschen Comic-mäßige, irgendwie so Bluteffekte oder sowas. So ein bisschen kleinen Comic-Touch. Irgendwie erinnert mich das Blut so ein bisschen an The Darkness 2. The Darkness 2. Das ist cool, Alter. Krass, du kannst dich sogar wegdashen. Ah, okay, also wir sind auch ein bisschen übernatürlich. Also wir haben nicht nur Übernatürliches an uns. Oder das löst alles, wie gesagt, vielleicht diese Handschuhe aus. Weil die ganze Zeit am Leuchten ist auch. Musik, Musik, Musik. Ihr wisst Bescheid. Oh ja. Schön rein in die Masse. Schön rein da in die Scheißgrube der Vampire. Das Böse an der Wurzel packen, Freunde. Merkt euch das, ja? Oh, okay. Okay, warte mal. Okay. Also er dasht dahin. Er dasht dahin, gibt ihm einen Uppercut. Zack. Holt ihn dann mit der Elektropeitsche oder was das sein soll, auf den Boden zurück. Oh, eine Kühe. Cool. Schönen Flammenwerfer hier auch nochmal. Oh, was war das denn für einer? Was war das denn für einer? Guck mal hier, er hier. Geil. Das will ich sehen hier. Schön Kombos machen. Anscheinend kannst du auch so ein bisschen Juggle-Kombo machen, ne? Hat man gerade bei dem gesehen. Ein paar Fäuste geben. Er kann sich gar nicht bewegen und dann gibt es hier nochmal einen Finisher mit der Schrote. Okay, Koop oder was? Hey, sieht geil aus. Aber die Musik halt, ne? Die Musik, deswegen. Hm. Okay. Ach, guck mal hier, den können wir uns auch reinziehen. Komm, den ziehen wir uns auch nochmal rein. Das waren, glaube ich, dann alle drei Trailer, die es bisher gibt. Und das war halt Premiere, Royal Premiere Trailer. Auch auf den Video Game Awards. Ah, krass. Nice. Okay, auch hier ist wieder Musik. Ich mache mal hier ein bisschen Musik aus. Dann können wir es auch mal am Stück sehen. Weil, wie gesagt, die meisten Probleme gibt es immer nur wegen der Musik. Nicht wegen den Bildern eigentlich mittlerweile. Da sind die relativ gechillt geworden, die ganzen Entwickler. Ja, weil die auch wissen, dass es halt auch einfach Werbung ist, ja, wenn du so ein bisschen Material von denen nimmst, ein bisschen drüber laberst. Also das, was ich jetzt mache, ist eigentlich Werbung für das Spiel. Aber Musik halt, ne? Musik ist halt immer so ein Problem. Ey, was ist das denn hier? Was ist das denn hier für Werwolf Sonic von damals? Sonic Unleashed, da ist er doch, da, das meinen die mit Unleashed. Cool, Mann. Ja, Freunde, da habe ich Bock drauf. Okay, guck mal hier, jetzt macht er den Tor-Move, oder wie? Musik, Musik, Musik. Sorry dafür, es geht nicht anders. Sehr gut, okay. Okay, hier war noch geplant für letztes Jahr. Ja gut, okay, passt, ist okay. Gut, also wie gesagt, kommt für alle Konsolen am 20. Dezember, haben wir ja jetzt gesehen. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall mal reinziehen werde. Sieht ganz cool aus, denke ich mal. Mal schauen. Focus Entertainment. Ich überlege gerade, habe ich da schon mal irgendwie Kontakt gehabt? Ich glaube schon, ne? Ja. Mal vielleicht anfragen oder sowas bei den Entwicklern oder beim Publisher. Super, Junge. Ach, das ist unfassbar, Alter. Man hat so eine gute Leitung, es spinnt einfach das Video. Du kannst es nicht abspielen, normales Video. Was ist heutzutage los mit YouTube? Unfassbar. Egal, Freunde. Das war's. Ich danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Und wie gesagt, nochmal Erinnerung. Folgt mir verdammt nochmal endlich auf Twitch und seid da am Start. Ja, seid da gerne am Start. Da werden wir dann gemeinsam drauf reagieren. Und ich hoffe, dass wenigstens eine Show davon so geil wird wie die State of Play. Weil die hat wirklich abgefeuert. Ein bisschen geht nicht mehr. Auch wenn natürlich Sony-Spiele relativ rar gesehen waren. Aber ich denke mal, da wird man demnächst vielleicht auch was hören. Weil angeblich soll auch God of War gezeigt werden. Wer weiß, ob das stimmt. Ja, wer weiß, ob das stimmt, ob sich Sony das nehmen lässt, God of War irgendwie zu zeigen und nicht auf ihrer eigenen Show. Keine Ahnung, ob sie sich das nehmen lassen.
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, Callisto Protocol wurde schon bestätigt, Gotham Knights wurde bestätigt für Summer Games Fest und das wird auf jeden Fall ganz geil, denke ich. So, das war's jetzt aber wirklich. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!